wir haben jetzt ja mit der aktuellen Situation sowieso schon eine Lage für, finde ich, junge Leute, unsere Generation, wo du das Gefühl hast, die Welt geht unter. Wir haben eine Klimakatastrophe, wo so wenig passiert. Dann legt man noch eine Pandemie oben drauf, die mehrere Jahre geht. Und dann, als du denkst, jetzt wird Frühling, es wird alles besser, greift Putin die Ukraine an, schmeißt Bomben auf Geburtskliniken. Und dann sitzt du da und denkst dir, damit musst du jetzt klarkommen. Nur der ganz, ganz wichtige Punkt, und das ist dann eben auch aus psychologischer Sicht halt total interessant, ist, dass der Mensch für Krisen gemacht ist. Das übersieht man nämlich oft. Man denkt dann, und du hast das gerade, finde ich, ganz schön beschrieben, dass da jetzt so ein Mantra herrscht, wir sind jetzt hier und wir stehen hier. Und du hast es ja auch mit einem, irgendwie auch mit einem Lächeln beschrieben und nicht einfach nur mit einer Angst oder mit einer Panik. Ja. Wir sind in der Lage, auch mit massiven Belastungen klarzukommen. Und das habe ich mir dann ein Stück weit auch gesagt. Also natürlich, Schlag in die Magengrube, das Schicksal haut voll rein. Du liegst da, bist fertig. Und gleichzeitig weißt du, der Mensch ist für Krisen gemacht.